Seid ihr bereit für den womöglich finalen Part von Mega Man X4? Ja, je nachdem, ob wir Sigma schlagen oder nicht, aber jetzt ist erstmal Boss Rush angesagt. Ja, ist es nicht schön, ist es nicht wunderbar, hier in der finalen Waffe mal wieder und Final Weapon unterwegs zu sein. Ah, it's the final weapon. Nö, ich sterbe nicht. X kann sich ja cool abfangen mit seinen Boots. Oh ja. So, machen wir als erstes mal Magma Dragoon. Denn, wie man den auf legitime Art und Weise besiegt, ohne Roboter, habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Seine Schwäche habe ich noch nicht gezeigt. Und das ist mal wieder der Double Cyclone. Alarm! Alarm! Ja, Samuel, gegrüßt, Dragoon. Ja, was machst du? Das... Scheiß-Trick. Macht er direkt das? Ja, komm. So, also. Der ist eigentlich relativ leicht aufzuhalten mit dieser Waffe. Weil... ihr seht es schon. Er springt immer nur hin und her. Wir können ihn so richtig schön aus seinem Rhythmus rausbringen. Ja. Da sieht man mal, Storm Owl wäre der Typ sowas von unterlegen. Ist er doch nicht so stark. Hat doch nicht so viel Kraft von Sigma bekommen. Aber keine Sorge, Dragoon. Wir werden dich rächen. Da wird ja wahrscheinlich schon so sein, dass er irgendwie von Sigma überredet worden ist, das alles zu tun. Keine Ahnung, ob das jemals confirmed wurde. Aber naja, wir haben ihn geschlagen. Yippie! Alarm! Alarm! Apropos Storm Owl. Da ist er wieder. Lol. Aiming Laser Time. I'm a fire in my aiming laser. So. Und, Moment. Und. Und. Das ist... Ach Gott. Wir müssen uns halt nicht mal großartig bewegen. Aber dafür im richtigen Moment zielen. Ihr seht, er hat uns ja trotzdem erwischt. Aber ich glaube, das Hühnchen haben wir ordentlich gerupft. Und so und nicht anders muss es sein. Alarm! Der nächste im Bunde ist... In Marcel Davis. Marcel Davis? Cyber Peacock natürlich. Und wie ihr seht, ich probier's mal mit dem X-Buster. Aua. Cyber Peacock ist einer, den ich mit Zero öfter mal mit der Standardwaffe mache. Und das will ich jetzt mit X auch mal probieren. Zumal wir jetzt den Plasmaschuss haben. Also wir sollten, ihr seht, das funktioniert auch. Ordentlich Schaden machen. Ja, wunderbar. Ein legitimer Sieg gegen Cyber Peacock, das hätte doch was. Aber diese Raketen... Wie weiche ich denn auf? Was? Wie oft macht er das? Mann! Nee, vergiss es. Och, nö. Wie hundsmiserabel lief das denn jetzt? Diese dämlichen Raketen, wie weiche ich denen denn nochmal aus? Alarm! Vergessen wir Alarm! Die Schmach und machen weiter mit... Slash Beast! Haha! So. Und das jetzt am besten als No-Damage-Run, wenn ich es irgendwie hinbekomme. Denn wir haben jetzt sehr viel Federn gelassen bei Cyber Peacock. Meine Güte. Muss ja nicht sein. So, das war's. Ha! Jet Stingray!
Und jetzt, yeah! Nee, er macht direkt Hook. Jetzt macht er, yeah! So, Zeit für Frost Tower gleich. Oh, oh shit, die sind ja immer noch da. Mini Stingrays! Oh, oh. Oh. Ah, cool. Okay, die stoßen alle da dran. Das ist natürlich praktisch. So. Jetzt gucken, dass wir ihn irgendwie in der Luft halten. Ganz grazil. So. Uah. Ich find's lustig, wie er im eingefrorenen Zustand trotzdem den Gesetzen der Schwerkraft trotzt und einfach in der Luft bleibt. Na, er hat was. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Habe ich schon erwähnt, dass ich dich hab? Dir ist auch kalt, ne? Du darfst dich gleich an der Heizung aufwärmen. Aber erstmal müssen wir dich besiegen. Das ist nun mal so. So ist das bei uns der Brauch. So. Yeah. Und... Sehr cool. Auf den Frost Tower drauf. Wunderbar. Läuft doch wie am Schnürchen hier. Web.de Spider all over again. Decke, 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 Deck. Ja. Now look at this net. Dass dieser Typ hier schießt. Okay. Ja, Web Spider, was soll man zu ihm noch sagen? Cooler Boss, einer der schwierigsten im Spiel. Und auch der einzige, der keine wirkliche Schwäche zeigt. Ich finde weder gegen X noch gegen, gegen Zero großartig. Wobei Zero, da kannst du eventuell mit dem... Ich weiß nicht, wie die Attacke heißt. Die haben also komische Namen, aber die, die du von Slash Beast bekommst, da sollst du gegen Web Spider ganz gut aussehen mit. Das hier ist auch die Waffe von Slash Beast. Also, beide Male Slash Beast. Also, Slash Beast würde offenbar gegen Web Spider ordentliche Vorteile haben, wenn die beiden gegeneinander kämpfen würden. Ich finde, Web Spider ist wirklich ein anspruchsvoller Boss so an sich. Zumindest. Sobald er das hier macht, ist das echt nervig. So, mal gucken, was die stärkere Variante ausmacht. Auch nicht so viel. Ah. Aber ich lade es trotzdem mal auf. Es ist aber nicht so, es ist wirklich nicht so prall vom Schaden her. Aber die Spinnen wirst du mit dem Twin Slasher sehr, sehr gut los. Wunderbar. Ist das nicht wunderbar? Wenn du einfach draufballern kannst mit dem Ding, weil du keine Munition mehr verlierst, ist das einfach. Alarm! Alarm! Ha! Wir haben uns auf ihn gefreut. Split! Mushroom! Mushroom, Mushroom! Ja, warte mal, warte, ich muss erstmal die Waffe wechseln. Ja, toll! Sau! Mann, lass mir doch Zeit, die Waffe zu wechseln. Was bist du denn für ein Arsch? Was geht mit dir? Ich glaube, es hackt. Ho! Ha 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 ha, yo! Ja, guckst du, wie du guckst. Ach, das ist so langweilig. Ich geb's dir zu. Ich müsste wenigstens irgendwas erzählen. Stattdessen bin ich schweige ich einfach und... Gott. Verzeihung. Ich bin ein Super-Entertainer. Der Letzte im Bunde. Der Letzte im Bunde ist Frost Walrus. Und er hat super geniale Stoßzähne. Oh yeah. Und ich kann... Ja, du kannst... Aber ich kann. Sure, you can.
Ja, toll. Ex. So geht das. Machen wir es warm für ihn. Jet Stingray haben wir abgekühlt und ihn wollen wir jetzt mal ein bisschen aufwärmen hier. So. Und auch hier, aua, kannst du sehr gut mit dem Ex-Buster arbeiten. In diesem Kampf. Also das ist eigentlich so der erste Boss, den man macht mit Ex normalerweise, es sei denn, man benutzt halt diese Roboter-Taktik bei Magma Dragoon. Also das ist eigentlich so der, mit dem ich normalerweise, wenn ich diese Roboter-Taktik nicht nutzen will, das ist so der, mit dem ich anfange, weil der wirklich relativ einfach ist, sehr, sehr träge und irgendwie ist er ein ziemlich lamer Schlusspunkt. Ich gebe es ja zu. Aber wir haben es geschafft. Aber eine Bedrohung, die größte Bedrohung, die steht noch vor uns. Wie wird Ex wohl auf Sigma reagieren? Das, Leute, erfahrt ihr gleich. Geh mal rein. Gucken wir mal, was es bringt. Bitte lass das jetzt nicht schrecklich werden. Ich habe ganz, ganz schlimme Befürchtungen für diesen Kampf. Ein bisschen Optimismus äußern. Ich will weg hier. Na gut, gehen wir hin. Hey, ho, cheerio, Ex. Ja, amüsant, das ist wirklich Ex. Du bist Sigma. Sigma, oh Junge. Mein Plan, die Rapley Force und die Maverick Hunters sich gegenseitig gegeneinander auszuspielen, hat perfekt funktioniert. Double hat eine gute Arbeit gemacht als Spion. Du verdammter! Rapley Force sind Dummköpfe. Und alles, was jetzt noch übrig ist, ist die Erde zu zerstören, die heiß ist. Mit der Waffe, die ich gemacht habe. Nein, ich lasse dir das niemals machen. Try hard, die hard. Die Erde ist ja heiß, Herr Lustig. Sag ich doch, Herr Nachbar. Oh je. Gut, fangen wir an wie bei Zero. Erstmal ordentlich Feuer-Action im ersten Aufeinandertreffen mit ihm. Die erste Form lässt sich mit Rising Fire relativ leicht erledigen und danach geht der Kampf hier erst richtig los. Komm, prepare to become Space Dust, bitte. Hey, was suchst du denn hier? Tremble with terror, you are finished. Oh, das sagst du immer. Ich will, dass du sagst, prepare to become Space Dust. Und ihr seht, mit der aufgeladenen Variante von Rising Fire haben wir das Ganze schon so gut wie geschafft. Nur leider habe ich jetzt Schaden genommen. Run! Das ist dämlich. For round 2 bin ich sowas aber bereit. Du bist sehr gut, Ex. Aber nicht für lange. Du wirst nicht in der Lage sein, dieser Attacke auszuweichen. Doch wirklich? So. Lightning Web ist das, was ja am besten gegen ihn geeignet ist in dieser Form. Au, shit. Oh, meine Boots. Sie lassen mich nicht lang genug schweben, um hier auszuweichen. Wie ist es? Du Sackgesicht. Ja. Oh Gott, ich bin hier schon im gelben Bereich. Was ist da los? Ich werde doch hier nicht schon verlieren. Ah. Ja. Oh nein, weg hier. Nicht die Bumerange. Bumeränge. Wie sagt man? Bumeränge, oder? Die Mehrzahl. Der Plural. Egal. Wurscht. Wir haben es geschafft. Also, die zweite Form. Aber jetzt haben wir nur noch sehr wenig Energie und zum Glück habe ich noch zwei Energiepacks. Vielleicht kriegen wir es hin. Schauen wir mal. Puh, Ex ist völlig außer Atem. Was? Mag nun geschehen. Wir gehen mal auf den Ex-Buster zurück und mal gucken. Fühle meine unglaubliche Kraft. Oh Gott.
tremble with terror. You are finished. Och, sag doch nicht immer das. Ich will prepare to become Space Dust. Mann. Oh, da bist du ja wieder. Ich glaube, hier ist der Ground Hunter ganz gut. Das probieren wir mal. Und damit ich nicht andauernd blöd die Schultertaste drücken muss, um die Waffe zu wechseln, vielleicht auf die falsche wechseln, machen wir das jetzt einfach immer im Menü. So, erstmal die Energiepack. Und dann gucken, dass wir hier ordentlich Schaden machen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist ein guter Start. So, Eis. Und da mal gucken. So, jetzt kommt als nächstes das. Und da war, meine ich, Soul Buddy gut gewesen. Soul Buddy once told me. So. Gut. Und er macht da... Shit. Ich glaube, ich lasse die Phase erstmal aus. War jetzt ein blöder Versuch. Oh nee. Oh, das ist doof. Bitte mach dieses Feuer jetzt nicht zu oft, weil dann wird er mir sehr viel Schaden machen. Okay, erstmal Ground Hunter. Und dann gucken. Oh, das ist überhaupt nicht energieschonend, was ich hier mache. Halber Energietank ist schon wieder weg. Ich habe nur noch einen. Muss mich anstrengen. So, gehen wir direkt schon mal auf Soul Buddy. Und mal gucken, was er macht. Ach, so Mist. Och nee, nicht schon wieder das Feuer. Das ist am schwierigsten auszuweichen. Das mag ich überhaupt nicht. Oh, bitte Sigma. Ligma. Ligma Balls. Es ist nicht Sigma, sondern Ligma. Das habt ihr beim ersten Kampf schon geschrieben. Ich fand das so witzig. Oh, Mann. Gut, probieren wir es mal mit dem Ex-Buster. Vielleicht ist das auch nicht schlecht. Ah, aber nicht, wenn ich mich davon treffen lasse. So. Und hier gehen wir auf den Ground Hunter zurück. Ich glaube, das ist die beste Waffe einfach hierfür. Vielleicht mal die aufgeladene Variante. Toll, war zu früh. Ach Mann, ey. Das darf nicht wahr sein. Ich habe vergessen, das Energiepack zu nehmen. Toll. Probieren wir es jetzt nochmal gegen Sigma. Ich musste leider nochmal ein bisschen Energie wieder aufladen, weil ich will für diesen Kampf zwei Energiepacks. Ihr habt gesehen, wir brauchen sie. Ich will Space Dust werden. Och Mann, Sigma. So, egal, du hast ja mal ordentlich Schaden bekommen hier. Weil du nicht meinen Lieblingsspruch sagst. Für was soll ich mich denn alles bereit machen? Für meine Final Journey, für Round 2? Weißt du, du weißt auch nicht, was du willst. Leg mal. So, diesmal läuft es hoffentlich besser. Dass ich jetzt schon mal in der ersten Phase keine Energie verloren habe, ist gut. Dass ich hier jetzt allerdings, Bumeränge hier vor mir habt, ist nicht so schön. So. Okay. Au. Aber es sieht schon ein bisschen besser aus als vorhin. Ja, wunderbar. Er ist nochmal aufs Lightning Web draufgefallen und damit haben wir jetzt sogar fast volle Energie im dritten Abschnitt. Das sieht gut aus. Geben wir unser Bestes. Prepare to become Space Dust. Okay. Das ist eines der coolsten Sigma-Themes generell.
Aber es ist leider nicht einer der schönsten Sigma-Kämpfe in der X-Reihe. Ich muss sagen, wenn es um Sigma-Kämpfe geht, mochte ich, glaube ich, den aus Teil 5 am liebsten. Und danach direkt den aus Teil 2. Wobei ich mich da ehrlich gesagt nicht so entscheiden kann, weil der aus Teil 2 war auch wirklich sehr, sehr stark. Sehr gut, meine Chance. Haps. Wir werden freilich nicht viel Schaden machen mit Solbody jetzt hier. Ich hätte allerdings gedacht, dass es ein bisschen mehr ist. Egal. Aber ich glaube, das ist trotzdem die beste Waffe hier gegen ihn. Wenn das jetzt gar nichts wird, probiere ich es dann später mal beim Maxbuster. Aber ich glaube, für den Versuch probieren wir es auf jeden Fall nochmal mit dem Soulbody. Mist. Ich lasse mir einfach zu leicht Energie abnehmen hier. Aber egal, das ist meine Chance, ihm ordentlich Schaden zu machen. Auch wenn mir das jetzt fast mehr Schaden gemacht hat. Aber wichtig ist, dass wir diese Form hier schnellstmöglich loswerden. Sie tun mir nicht so den Gefallen wie bei Zero, dass hauptsächlich das Eis kommt. Bei dem kannst du wirklich sehr leicht ausweichen. Aber dafür habe ich Glück. Und er macht direkt wieder diese Attacke. Das heißt, ich kann es direkt... Shit. Ich kann direkt Shit machen. Ich kann direkt Shit. Ich kann direkt scheißen gehen. Oh Mann. Scheißen, Alter. Toilettenwitze. So, das ist das Eis, okay. So, alles klar. Ja, das Eise voller Scheiß. Ich höre schon. Warum sage ich jetzt oft Scheiße? Also, komm, mal ein bisschen kinderfreundlicher Kommentar jetzt. Im Oktober erscheint jetzt das Paw Patrol Spiel von Bandai. Wenn ich das Let's Play, muss ich kinderfreundlich sein, glaube ich. Obwohl, ob Kinder nach einem Let's Play vom Paw Patrol Spiel gucken, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall besser, wie als wenn sie nach dem Arschfix-Song suchen. Das traut man den Kindern heute eher zu. Okay, jetzt ist aber Schluss mit den bösen Wörtern. Jetzt ist X-Buster-Zeit. X-Bastard. Oh Gott. Time to get serious. Ja, sag bloß, du hast vorher gespielt. X. Was ist nur los mit dir? Max, don't have sex with your ex. Ich muss mich konzentrieren, sonst wird das hier nix. Jetzt aber Schluss. Wir sind in einer ernsten Situation. Wir brauchen das Energiepack, das erste, aber das ist nicht schlimm, weil wir sind, denke ich, ganz gut im Geschäft, sozusagen. Jetzt muss ich nur Glück mit der zweiten Form hier haben, dass er nicht jedes Mal diesen Sniper-Schuss da macht. Diesen Rundumschuss. Ja, genau das hier. Weil dann haben wir nämlich keine Möglichkeit, ihn zu treffen. Das größte Problem ist, dass er uns halt wirklich diese Köpfe hier kontinuierlich Energie abnehmen. Abgesehen von dem Eisding. Das ist sehr leicht auszuweichen. Die anderen beiden leider nicht so. Okay, gleich mit dem Ground Hunter wieder nach vorne. Und dann mal gucken, dass wir endlich diesen dämlichen Kopf da loswerden. Mann, das dauert alles viel zu lange hier. Aber egal. Wird's halt ein Part in Überlänge und sollte ich versagen, kriegt's sogar noch ein Part oben drauf. Wahnsinn. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie viel wir jetzt zu diesem Zeitpunkt schon haben. Weil das mit dem Boss Rush werde ich ein bisschen zusammencutten. Da werde ich sicherlich nicht jedes Mal zeigen, wie ich erst mir eine Kapsel aussuche und was weiß ich was. Sondern da werde ich wahrscheinlich einfach vom Bosskampf zu Bosskampf cutten, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ach, ihr habt es eh schon gesehen, wenn... Was rede ich jetzt hier noch von Sachen, die für euch vergangen sind? Für mich noch nicht. Ich habe die Schnippelarbeit noch vor mir gerade zu diesem Augenblick. Ja, ja. Ja, ja. So, wir haben es fast geschafft. Also die erste Form ist fast weg. Und dann ist nur noch diese dämliche Kanone übrig. Ach ja. Max, don't have sex with your ex. Der arme Ex, wie rede ich nur über ihn? Oh, yeah.
So. Jetzt machen wir aber das Köpfchen hier einfach alle mal fertig. So, nun nehme ich jetzt hierbei ein bisschen Schaden. Das ist egal. Und jetzt haben wir die Gelegenheit. Das war's. Er ist erledigt. So. Ein Energiepack haben wir noch. Und nur noch eine Form vor uns. Und auch die hat schon ein bisschen Schaden genommen. Wir sollten es schaffen. Aber es ist nicht so filigran wie bei Zero. Das muss man sagen. Aber damit hätte ich auch nicht gerechnet. Der Kampf ist schon nicht so einfach. Ich denke, mit Zero habe ich ihn ein bisschen einfacher aussehen lassen. Aber auf der anderen Seite weiß ich gerade nicht, ob ich ihn mit X vielleicht nicht einfach schwerer aussehen lasse, als er ist. Es gibt ja wahnsinnig viele No-Damage-Runs von X4 und auch von diesem Sigma-Kampf. Das ist übrigens der Nova-Strike. Ich habe ihn jetzt einfach mal eingesetzt, damit ich diese dämliche Kopfform da mal los bin, weil das Feuerding macht uns ja doch einiges an Schaden. Jetzt kann ich ihn halt nur nicht mehr einsetzen. Aber egal. Jedenfalls lassen diese Leute es immer so leicht aussehen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie du diesen Kampf hier schaffen willst, ohne Energie zu verlieren. Ich war ja schon froh, dass ich es ohne Energiepack geschafft habe. Mit Zero zumindest. Hier kann ich das nicht behaupten. So. Kommst du? Ja, sehr gut. Er macht wieder die Attacke. Diesmal habe ich Glück in dem Durchgang, dass er das so macht. Da habe ich echt Glück. Jetzt schaffen wir es. Mit der nächsten Runde schaffen wir es. Also mit der nächsten Runde, wo er das macht. Kann sein, dass es jetzt mal 1-2 Versuche dauert. Es kann sein, dass er erstmal nur diesen, ich nenne ihn mal Sniper-Schuss, dann nochmal macht. Oder Rundumschuss. Und dann können wir ihn ja leider nicht angreifen. So, zur Sicherheit. Nochmal das Energiepack. Nicht, dass ich in irgendeine dumme Attacke reinrenne. Das will ich bei dem bisschen Energie jetzt wirklich nicht mehr riskieren. So, wir schaffen's. Ah, verdammt! Der Soul Body ist weggegangen. Nein! Oh, letzte Chance. Boah. Wir haben es geschafft. Hehehe. Legma. Was? Was ist so witzig, Legma? Legma Balls. Nein. Diese Waffe zieht auf die Erde, die heiß ist. You're already dead. Nonny? Cheerio, X. Wieso lasse ich die Gegner hier immer Cheerio sagen? Oh Mann. Gut. Wir haben es mal wieder geschafft. Aber eine Sache steht noch aus. Wir müssen die Erde, die heiß ist, beschützen. Irgendwie. Oder übernimmt das wieder jemand anders? In dieser Form es zu beenden, sieht jedenfalls am coolsten aus. Ich mag die Farbgebung. General! Diese Waffe kann mit meinem Körper gestoppt werden. Aber dann wirst du... Alter, das hatten wir doch längst. Hast du den Zero Run nicht geschaut? Ich mach das doch immer und immer wieder. Jetzt sei nicht so überrascht. Lass mich einfach machen. General! Ich hab wieder mal den Moment ruiniert, es tut mir leid. Ja, die X-Story ist vorbei. Zero. It's good to see you're safe, X. I was really worried about you. Sorry about that. Don't worry. It's all over. Go home and rest. You've earned it. But Zero... What if I become one of the Mavericks? Don't ask such silly question. I'm breaking contact now. Wait, Zero! I'm serious! Zero, if I become a Maverick,
You have to take care of me. Don't be ridiculous. Now hurry on back. Promise me. Zero. Ach, und ein weiteres unbefriedigendes Ende. Und ein schreckliches Voice-Acting von X. Tja, und wieder einmal haben wir es geschafft. Beide Durchläufe gezeigt, die komplette Rüstung von X. Das Einzige, was noch fehlen würde, wäre euch zu zeigen, wie Zero in schwarzer Rüstung aussieht, weil da kannst du irgendwie mit einer Tastenkombination im Startbildschirm. Aber das ist so interessant jetzt auch nicht. Ich würde mal sagen, wir lassen es gut sein und beenden es auf diese schöne Art und Weise. Mega Man X4 hat sich sehr lange gezogen, obwohl es ein relativ kurzes Projekt war. Dafür Entschuldigung, aber es war in den letzten Tagen nicht so einfach, was aufzunehmen. Auch weil ein bisschen die Erkältung mitgespielt hat und so weiter. Aber ja, wir haben es hinter uns. Das Sensei war auch... Ja, nee, ich muss sagen, ich finde die Zero-Story wesentlich interessanter wie die X-Story durch die Sache mit Iris und dem Colonel und so weiter. Und hier hast du eigentlich nichts, hier hast du relativ wenig Cutscenes, hier hast du das mit Double, okay. Aber, mein Gott, du hast vorher relativ wenig von Double mitbekommen. Und auf einmal ist er halt ein Double-Agent, sozusagen. Mein Gott, das ist, ja, es ist nicht so spektakulär leider, aber die Zero-Story ist sehr interessant und dramatisch an manchen Punkten. Leider durch das Voice-Acting das Englische ein bisschen ruiniert. Aber was will man machen? Mega Man X4 ist, ja, ihr wisst es, ich habe es schon mal betont, ich betone es immer wieder. Es ist mein Lieblings-Mega Man-Spiel und ich bin sehr froh, dass es hier auf diesem Kanal jetzt auch seinen Platz gefunden hat. Und das war mir eigentlich ganz, ganz wichtig nochmal, weil hier auch durchaus Spiele ihren Platz finden sollen, die mir auch in meiner Kindheit sehr viel bedeutet haben. Und da gehört dieser Titel auch absolut dazu. Auch wenn sicherlich schon sehr viele ihn gezeigt haben, war das so eine von den Herzensangelegenheiten, wo ich mir denke, okay, gehört auf diesen Kanal. Und gerade die Legacy Collection, von der ich das Ganze jetzt hier aufgenommen habe, war eine sehr gute Gelegenheit, das Ganze endlich hier mal nachzuholen. Ja. Jetzt warten wir noch kurz den Abspann ab. Der dürfte ja gleich vorbei sein. Und dann, würde ich sagen, beenden wir das Ganze auch schon. Ich möchte mich bedanken bei allen, die zugeguckt haben. Thank you for playing. Thank you so much for playing my game. Und thank you so much for watching my Let's Play und die Kommentare und alles und der. Egal. Presented by Capcom. Mom. Tja, das war's. Aber da müsste noch eine Story kommen, oder? Also so ein kleiner Schlusssatz. Der Kampf ist vorbei, doch X fühlt sich trotzdem nicht so recht. Was hat all diese Roboter dazu veranlasst, zu Mavericks zu werden? Wird es eines Tages ihm auch passieren? Hat X gerade seine tragische Bestimmung herausgefunden? Es sieht so aus, als würde X eines Tages dieses Mysterium lösen müssen. Schon bald. Bis dann.